Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin, wieder aus der Sporthalle für Wirtschaft und Verwaltung. Und wir sind wieder nicht beim Faustball, Überraschung, Überraschung. Wir sind immer noch bei der Norddeutschen Meisterschaft, diesmal das Finale der Damen. Deswegen habe ich mir auch eine Dame als Unterstützung geholt für dieses Spiel. Und während die Mannschaften jetzt auflaufen, wollen wir noch kurz zurückblicken auf das Turnier mit Janine Völker, Libero des SSC, Damenmannschaft, die die Jugend ja auch durchlaufen hat. Und wir schauen mal kurz aufs Ergebnis. Itzehoe Geesthacht hat sich da Schleswig-Holstein versammelt, davor der VC Parchim, bei dem du ja auch aktiv warst in der Jugend. Skala aus Hamburg und der Wicker SV trifft jetzt auf den SSC jetzt hier im Finale. Janine, selber bei der Norddeutschen Meisterschaft gewesen? Ja klar, immer eigentlich. Also von klein auf immer dabei gewesen, immer Spaß gehabt und aber auch eigentlich nie wirklich Probleme gehabt auf dem Niveau. Das heißt, das Turnier auch immer erfolgreich gestaltet? Ja, ich denke schon, soweit ich mich erinnern kann. Die Probleme kamen meistens erst bei den Deutschen zum Schluss. Und bei den Deutschen Meisterschaften, wie hast du da abgeschlossen? Es war ganz unterschiedlich. Wir haben ja einige gespielt und teilweise Erster, Zweiter, Dritter, aber auch schon mal schlechter gewesen. Wenn man bei den Älteren mitspielt, ist es normal, dass man noch nicht ganz so gut ist. Ja, aber das wollen wir jetzt heute mal ein bisschen außen vor lassen. Konzentrieren wir uns auf die Norddeutsche Meisterschaft, wo die Mannschaften sich schon versammelt hat. Und da gehen wir jetzt auch mal, gucken wir mal drauf, der Wicker SV hat sich hier versammelt und bei den Herren war der SSC als klarer Favorit ins Spiel gegangen und ich denke, bei den Damen ist es jetzt auch so. Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus, aber die hatten Wicker SV schon in der Vorrunde und da haben sie sich auch sehr schwer getan. Ja, haben das Spiel aber gewinnen können mit 2-0 und jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie das dann im Finale läuft. Wie ist das, wie viel Kontakt hat man als Mannschaft, als erste Mannschaft zu dieser höchsten Jugendauswahl? Also eigentlich recht wenig Kontakt. Ich habe viel Kontakt, weil wir noch in einer Schule sind, aber die anderen aus meiner Mannschaft haben sehr, sehr wenig Kontakt. Also besteht kein ständiger Fluss zwischen der ersten Mannschaft und der Jugend? Nicht direkt. Einige von denen, die den Sprung in die erste Liga schaffen sollen, trainieren ab und zu bei uns mit. Und da ist dann der Kontakt natürlich auch größer, aber zu den ganz Kleinen eigentlich gar nicht. Wie bist du bis in die erste Mannschaft gekommen? Bist du über diese Jugendschiene des SSC gekommen? Ja, ich habe bei Parchim angefangen, bin dann nach Schwerin gekommen. Hab dann ganz lange beim ersten VC Parchim gespielt, hatte dann Doppelspielrecht, habe 2-3 Jahre immer beides gespielt, immer mal mitgefahren, durfte mal aufschlagen, eingewechselt, gerade so. Und letztendlich habe ich dann den Sprung geschafft. Ja gut, dann setzen wir uns auf unseren Kommandatorenplatz. Dann kann man hier gerade wieder ausziehen. Wann kommt das? So, und wir beginnen jetzt mit dem Wicker SV, das Spiel. Und wir sehen, die 8 bei SSC kniet sich ganz, ganz tief. Welchen Sinn hat das? Das dient einfach der Vorbereitung, dass man beweglich in der Annahme ist, dass man nicht von ganz oben nach ganz unten muss, falls der Ball mal ganz tief ist. Und von unten nach oben geht einfach einfacher als ganz schnell runter. Ja, jetzt gab es den ersten Punkt für den SSC. Und wir haben vorhin beim Männerspiel festgestellt, dass die Männer weitaus öfter mit Sprungaufgaben agieren. Und das war jetzt direkt das Arsch. Mit Sprungaufgaben agieren wie bei den Frauen. Wie entwickelt sich so eine Angabe im Laufe der Jugend? Also bei den Männern ist es ganz einfach so, dass sie viel athletischer und kraftvoller sind und dadurch die Sprungaufschläge auch mehr Wirkung zeigen können. Die Frauen, die haben kurzen Ballkontakt beim Floataufschlag und dadurch werden die effektiv und man braucht keine Kraft, was der Vorteil davon ist. Ja, machst du ja selber auch so. Ja. Wir haben gerade die Schwerinerin kurz gehört mit dem Wup, Wup, Wup.
Was genau bezweckt man damit? Also eigentlich dient es der guten Laune und vielleicht so ein bisschen Psychospielchen mit dem Gegner, dass man dem zeigt, hey, wir haben den Punkt gemacht und ihr seid schlecht. Also so könnte man das eigentlich fast sagen. Aber hauptsächlich ist es Spaß. Macht man das in dem hohen Bereich auch noch? Nee, eher weniger. Da konzentriert man sich direkt auf den nächsten Spielzug. Aber hier ist es ja nicht so schlimm. Hier ist es ja nicht. Also wie gesagt, wir sollten theoretisch Erste werden. Ja, dann ein guter Schlag aus dem Hinterfeld, sagt man, nicht? Ja, Hinterfeld sagt man. Aus dem Hinterfeld direkt zum Punkt. Nächstes Geheimnis, was ja sehr verbreitet ist beim Volleyball, dass man nach einem Punkt, egal für wen, nochmal so zusammenkommt. Was macht man in diesem Kreis? Also wenn man einen Punkt macht, freut man sich im Allgemeinen alle zusammen, man klatscht ab und wenn man einen Fehler macht, dann gibt man sich tatsächlich Ratschläge, wie man den nächsten Fehler verhindern kann, oder man gibt Tipps, also taktische Tipps zum Beispiel, wie man den Punkt machen kann und den nächsten Fehler natürlich verhindern. Und der Punkt für den WKSV zum 3:5. Vielleicht kannst du uns im Lauf jetzt auch mal erklären, wie so die Jugendbereiche so aussehen. Sprich, wie sich die Netzhöhe vielleicht verändert, das Spielfeld. Weil wir waren bei den Jugendsportspielen, da haben wir, ich glaube, U13 war das, die wir da gesehen haben, die dann nur mit 4 Spielern spielen. Und das Netz auch entsprechend kleiner ist. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen, wie sich das verändert. Also das fängt von der F-Jugend an. Das sind die ganz, ganz kleinen. Mittlerweile heißt das wahrscheinlich U 10 oder so. Früher war es die F-Jugend, da spielt man 2 gegen 2. Ganz einfach, um viele Ballkontakte zu haben, um viel zu lernen, um sich noch nicht so viel bewegen zu müssen, weil die ganze Koordination auch noch nicht ganz so gut ist. Und so steigert man sich im Laufe des Alters. Dann kommt man in die E-Jugend, dann spielt man 3 gegen 3. Dann wird das Feld ein bisschen größer, das Netz ein kleines bisschen höher. Und dann kommt die D-Jugend, dann spielt man 4 gegen 4. Und wenn man die C-Jugend erreicht hat, spielt man letztendlich auf dem großen Feld und auch bei einer Netze von 2,24, wie es im Frauenbereich üblich ist. 2,24, wir hatten vorhin 2,35. Das ist bei den Damen und bei den Männern 2,43. Ist das dann in der Jugend zum Frauenbereich noch unterschiedlich? Also bei den Frauen nicht, bei den Männern schon, weil im Allgemeinen sind die Männer in jüngeren Jahren noch mehr so kleine Bubis und entwickeln sich viel später erst als die Frauen. Und daher kommt das. Schöner Schlag gegen den Block. Zum 4:7 aus der Sicht des WKSV. Also die Frage, Frauen sind ja an sich auch etwas kleiner gewachsen. Hat man deshalb als kleinerer Spieler eher noch eine Chance, im größeren Bereich mitzuspielen als bei den Männern? Ja, ich denke schon, weil bei den Männern, wie gesagt, sehr athletisch gespielt wird. Und bei den Frauen ist es ganz einfach so, wenn man klein ist und trotzdem clever spielen kann, dann hat man auch mit einer ganz kleinen Größe eine Chance, wie man auch im Frauenbereich zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft sieht. Kathleen Weiß ist so klein und kann trotzdem ganz, ganz oben mitspielen, auch international. Ja, man sieht es ja auch, du bist ja auch nur nicht gerade die Großgewachsenste. Und der Ball war drinne. Ja, das Ast vom WKSV nehmen wir mit zum Ausgleich, 7:7.
Und du musst dir schon ganz schön strecken, wenn du den Ball übers Netz haben willst. Ja, was heißt strecken? Also wenn man kleiner gewachsen ist, dann hat man meistens eine gut ausgebildete Sprungkraft. Das ist ja immer das. Wenn man groß ist, braucht man nicht springen, ist aber groß. Wenn man klein ist, kann man springen, aber es fehlt die Größe. Es ist immer so ein bisschen das Wechselspiel von Gut und Böse. Aber meistens schafft man das. Und man muss ja auch nicht unbedingt ganz hoch sein. Man muss ja nicht über den Block rüberschlagen, sondern kann auch ganz einfach halt den Block mal antuschen. Ja, das reicht ja manchmal auch. Wenn der Ball dann nicht im eigenen Feld landet, hat man alles richtig gemacht. Und jetzt die Auszeit. Beziehungsweise die Auszeit für den Schweriner SC bei Führung des WKSV. Der mitgereiste Elternfanblock hinten in der Ecke macht das auch lautstark kund. Und da sehen wir Roll als Trainerin der Jugendmannschaft des SSC. Hast du selber mit ihr noch zusammengespielt letztes Jahr? Ja, wir haben noch zusammengespielt, aber dann hat sie auch verletzungsbedingt aufhören müssen. Wie viel Erfahrung kann sie so einer jungen Spielerin mitgeben? Oder hat sie mitgegeben im letzten Jahr noch? Also, sie hat mir persönlich sehr geholfen. Sie hat viel berichtet, viel geholfen, was so kleine technische Sachen angeht. Aber im Allgemeinen muss man seine Erfahrungen selbst machen und daraus lernen. Und da hilft wenig, wenn man nur drüber redet. Also schon gut, dass man jemanden weiß, der hat es erlebt und dem kann man vertrauen, als wenn es der Trainer sagt, ich habe in meinem Buch gelesen, das ist so und so. Also es kann einem helfen, aber es ist vor allem wichtig, dass man die Erfahrung selbst machen kann. Was für ein Punkt jetzt für den Schweriner SC. Das war so nicht gewollt, aber hat genau gepasst. Ja! Und WKSV wieder den Block angeschlagen. Ich meine, du selber bist ja nun kein Mittelblocker, aber wie verhält man sich in so einem Mittelblock gegenüber? Bleibt man steif stehen? Bewegt man sich die Hände? Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, die Hände übers Netz zu schieben und nicht nur gerade hoch, denn sonst ist es total einfach, den Block anzuschlagen und dann ist es einfach nur ein Blockfederstart, ein guter Angriff. Aber meistens der Außenblocker positioniert ja den Block und wenn der Außenblocker zu weit innen und zu weit außen ist, dann hat der Mittelblocker auch manchmal keine Chance, seine Aufgabe wirklich gut zu machen. Das heißt jetzt bei so drei, man weiß ja, dass man drei im Vorderfeld hat, die stellen ja den Block zusammen und jeweils quasi der Außenangreifer koordiniert den Block. Sozusagen. Und der Mittelblocker hat die Aufgabe, immer den Block anzuschließen. Ja, den bekommt sie nicht. Jetzt schlägt sie Handy vors Gesicht, gar nicht nötig. Spielen die gut, 11-10 Führung für den SSC. Haben wir schon gehört, dass die ersten beiden hier, die im Finale spielen, sich auch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Also da werden wir beide Mannschaften auf jeden Fall wiedersehen. Hier geht es jetzt nur noch um den norddeutschen Meistertitel. Wie viel ist einem Sportler das eigentlich wert, wenn man das spielt? Also es ist extrem wichtig für den eigenen sportlichen Ehrgeiz. Keiner will als Zweiter aus dem Turnier gehen und im großen Finale verloren haben. Außerdem ist es wichtig für die Startposition bei den deutschen Meisterschaften, denn da kommt es an, ob man mit zwei Ersten und einem Zweiten in einer Gruppe ist oder zwei Zweite und einem Ersten. Und deswegen ist es vor allem auch wichtig, wie man bei der Norddeutschen Meisterschaft abschneiden kann. Ja, momentan sieht es gut aus. Für den SSC 13-10. Es gibt
gibt es Auszeit, diesmal auf der Seite des WKSV. Und für dich die Frage, wie bist du zum Volleyball gekommen? Da war ich noch ganz, ganz klein, ich glaube noch vor der Grundschule sogar. Und es kam morgens vorm Aufstehen immer Mila Superstar. Und das fand ich so toll. Und dann letztendlich musste ich auch irgendwas machen und Freizeitaktivitäten und so. Und da bin ich zum Volleyball gekommen. Ich wollte eigentlich alles ausprobieren, aber Volleyball hat mir gleich so gut gefallen. Dieses Werfen, Fangen, was man als kleines Kind macht, das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich da geblieben. Ja, hat sich ja gelohnt. Ja, definitiv. Müsste man dem guten Zeichner der Serie vielleicht mal sagen, man berührt, viele in Japan rühmen sich ja, oder der berühmte Manga-Zeichner der Serie Captain Tsubasa rühmt sich ja, dass viele japanische Fußballspieler mit dem Fußball aufgrund dieser Serie angefangen haben. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Hat er viel geleistet für den Volleyballsport. Elf zu 14 und Angabe für den WKSV. Schlechtes Zuspiel und jetzt auch als technischer Fehler abgepfiffen, so ist es richtig. Ja, das ist korrekt, weil der Ball sich zu oft rotiert hat und die Hände beim Zuspiel nicht parallel genug waren. Auf was man nicht alles achten muss. Punkt Ass, würde ich sagen. Ah, da muss der Libero doch hingehen jetzt, oder? Ja, er hätte hingehen müssen, aber ich glaube, der Aufschlag war auch leicht abgerutscht. Deswegen war die Flugkurve ein bisschen anders, als man vielleicht gedacht hätte. Und da kann ein Abrutscher mal ganz leicht zum Ass werden. Guter Block des WKSV, der Ball fällt dann ins Aus und der Punkt geht dann in den WKSV. 12 zu 16. Nur ist es so, dass die Angaben nicht ganz so wichtig sind im Frauenvolleyball wie im Männervolleyball, weil sie eben nicht ganz so kraftvoll sind. Wo legt man da seinen Punkt? Wie macht man seine Angaben? Also nicht ganz so wichtig würde ich fast nicht sagen, weil bei Männern ist es mehr so Ass oder Feder. Man sagt oft Männervolleyball Aufschlagspiel und das ist beim Frauenvolleyball meistens anders. Zumindest sollte es anders sein. Da legt man Wert darauf, dass man einen sicheren Aufschlag machen kann und dass man den Gegner so unter Druck setzen kann, dass er keinen Schnellangriff mit dem Mittelblocker mehr spielen kann. Das ist unser Hauptziel. Und dann selber halt die Möglichkeit hat, dieses aufzuziehen. Genau, und wenn man weiß, dass sie da und dahin nicht mehr spielen können, dann ist es natürlich leichter für den Block und für die Feldabwehr. Wie legst du für, jetzt spielt den Aufschlag ja aber schon gezielt auf einen Punkt, oder ist das soweit richtig? Ja, also meistens gibt der Trainer eine Vorgabe und wenn er sagt, macht euren besten Aufschlag, dann dürfen wir uns aussuchen, in welche Richtung, aber halt richtig, richtig, richtig druckvoll. Okay, inzwischen 18 zu 13, 5 Punkte für den Schweriner SC, hört sich komfortabel an, kann man das so sagen? Ja, es ist erstmal eine gute Ausgangsposition, aber 5 Punkte sind auch schnell verloren, wenn man sich nicht weiter konzentriert und einfache Fehler macht. Aber es sieht gut aus gerade. Ja, der Ball nicht mehr zu holen. 19 zu 13. Die war auch genauso gewollt, die Angabe. Und der Punkt für Schwerin, 20-13. Ah, da waren sie sich uneinig. Leichter Punkt für Schwerin. Nur ist es so, dass ein Volleyballspiel kann ja doch auch recht lange dauern. Es gibt eigentlich kaum Pausen dazwischen, abgesehen von den Auszeiten und dem Seitenwechsel.
schon mal an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, konditionell bis hierhin und nicht weiter? Ich glaube nicht, denn wenn man bis in den fünften Satz gekommen ist und das wirklich so lange dauert, dann ist man im fünften Satz so Adrenalin geladen, dass es dann auch nicht mehr auffällt. Dann will man einfach nur noch den fünften Satz gewinnen und man denkt sich, das sind nur noch 15 Punkte, das ist nur noch weniger zu spielen und so ist es von Konditionsschwäche eigentlich nicht zu reden. Manchmal sieht der Trainer das so, aber wir an sich merken das auf dem Spielfeld nicht. Der Punkt zum 14:22 für den BKSV jetzt auch mit der Angabe und die ist deutlich zu weit. Noch gut geholt und den Punkt für den BKSV. Muss man da jetzt sagen, der Block hat schlecht gestanden oder es war einfach gut geschlagen? Der Block hat schlecht gestanden. Er hätte ungefähr anderthalb Schritte weiter nach außen gemusst und dann wäre sie perfekt hinter dem Ball gewesen. Und so war sie neben dem Ball und es war ein leichtes für den Gegner daran zu schlagen. Also man schlägt das denn so auch gezielt an? Ja, natürlich. So, und jetzt heißt es schon Ersatzball für den Schweriner SC, 24:15. Deutlicher, als es zum Anfang den Anschein hatte. Satzball abgewehrt. Mit viel Energie. Das ist eigentlich so, wir sehen hier vorne die vier Spielerinnen von Wicker und da drüben die vom SSC, die immer so am Rand stehen und sich kaum bewegen. Wenn man da zu lang steht, wird man ein bisschen kalt? Ja, man wird kalt, aber in höheren Bereichen hat man ja bei 8 und 16 die technischen Auszeiten und meistens nehmen die Trainer auch im Satz ihre zwei möglichen Auszeiten und da kann man sich dann bewegen und laufen und in den Satz wechseln. Spielt man sich normalerweise auch wieder ein bisschen warm und dann geht das eigentlich. Man hat eigentlich die Aufgabe, sich da warm zu halten. Also auch der zweite Satzball abgewehrt. Vom BKSV. Ah, da wird mit Mann und Maus gekämpft, aber am Ende ist nicht zu holen. 25:17 geht der erste Satz an den Schweriner SC.
Auf geht's in den zweiten Satz, diesmal mit dem SSC, wieder kurz gespielte Angabe. Und auch die führt wieder zum Punkt. Das sieht man im Erwachsenenbereich dann nicht mehr. Kurze Aufschläge sieht man nicht mehr? Ja, aber auf jeden Fall nicht so gefährliche, dass man sie wirklich so als Lob spielt, die dann zu Assen führen. Also ich denke, die Aufschläge sind gleich gefährlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber im Erwachsenenbereich sind die also einfach aufmerksamer. Die rechnen nicht damit, die rechnen mit harten, langen Aufschlägen, so wie sie es selbst machen würden. Aber diese ganzen taktischen Varianten kennen die gar nicht. Und deswegen ist es für die gefährlich, aber eigentlich die einfachsten Aufschläge, die es gibt, weil sie nicht so, also sie sind hoch, langsam, kurz, also was Besseres kann einem nicht passieren im Spiel. Ja, da haben wir es wieder gesehen, also wieder Schwierigkeiten, den Ball überhaupt rüber zu bekriegen. War mal ein kraftvoller Schlag. Das scheint mir auch so ein bisschen so die gewaltigste Spielerin zu sein beim Bicker SV, die 8. Das sind schon gewaltige Schläge, die sie da loslässt. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Theoretisch könnte da ja auch einfach der Block stehen, wenn das eine taktische Vorgabe ist. Wenn man weiß, die ist die beste Spielerin, dann stellt man sich auf sie ein, damit sie nicht mehr so gut sein kann. Und dass sie mal einen guten Schlag rausholt, das ist ja okay. Das ist ja normal. Irgendwann muss ja ein Fehler oder ein Punkt gemacht werden. Wie findet man im Volleyball eigentlich seine Position? Ist das so der gerade so im Jugendbereich der Trainer, der sagt, okay, anderem kannst du gehst nach hinten, oder? Also meistens entwickelt sich das so im Bereich der E-D-Jugend, würde ich fast sagen. Da sieht man, wem was liegt und ob der vielleicht noch groß wird oder nicht. Und dann kann man sich darauf einstellen. Und meistens biegen die Trainer das dann so hin. Es kann aber natürlich auch sein, so wie man jetzt bei Nadja Schaus sieht in unserer Mannschaft, dass die Positionen noch spät wechseln. Spielstand jetzt mit diesem Maß 4-3. Und am Anfang des zweiten sehen wir ein ähnliches Bild wie am Anfang des ersten Satzes. Ein knappes Spiel zwischen dem SSC und dem Bicker SV. Und gefährliche Angaben gehen dann auch mal ins Netz. 5-3. Inwiefern bekommt man eigentlich die Atmosphäre während des Spiels mit? Also, wenn man sich aufs Spiel konzentriert, das ist ja, auch wenn hier jetzt schon wirklich viel los ist, ist ja was anderes, jetzt hier zu spielen, beziehungsweise normales Ligaspiel in der Jugend und jetzt beim SSC in der Arena. Inwiefern bekommt man das mit? Also, so richtig eigentlich gar nicht. Natürlich bekommt man mit, ob es mehr oder weniger ist, aber zum Beispiel bekomme ich auch nie mit, was unser Hallensprecher sagt oder welche Musik gespielt wird. Also, man ist so auf das Spiel fixiert, dass man das drumherum eigentlich nicht so wirklich mitkriegt. Man bekriegt mit, ob der Trommler gerade laut trommelt, vielleicht mal, wenn einem bei Aufschlag schlägt, aber während des Spiels eigentlich total nicht. Der Ball im Aus. Und das 7-4 für Schwerin. Der Aufschlag zu weit, 8-5.
was man im Frauenbereich bei euch schon sieht und was wir vorhin auch bei den Männern gesehen haben, was ich hier jetzt nicht so beobachten kann, ist so dieses Findenstellen. Dass man halt mehrere Anspielmöglichkeiten, der Zuspieler mehrere Anspielmöglichkeiten hat. Wo lernt man das? Wann lernt man das? Lernt man das wirklich erst im Frauenbereich dann? Nö, eigentlich gar nicht. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Spielwitz der einzelnen Spielerinnen an, auch vom Zuspieler und wie das alles geplant ist. Und bevor man sowas machen kann, muss man natürlich die einfachen Sachen erstmal beherrschen. Also man könnte quasi auch im Frauenbereich quasi fast völlig ohne Finte spielen. Würde ich so nicht sagen. Ist auch wichtig. Ja, letztendlich habt ihr damit viele Punkte gemacht, wenn es jetzt die Auszeit gibt für den BKSV. Da kann man ja quasi einen Angriffsspieler völlig freistellen mit. Ja, es war gut. Einfach rübergedrückt den Ball. Auch eine schnelle Variante, womit der Gegner eigentlich nicht rechnet. Ja, wenn er aufmerksam ist, dann meistens kann man beobachten, dass so wie bei uns auf der Seite jetzt die 2 und die 12 vorne an der Linie starten, um genau auf diese Bälle vorbereitet zu sein. Wenn der Tippball aber so gut gemacht ist wie eben der von der 4, dann ist es sehr schwer abzuwehren, weil er ja nach vorne, hinten, zur Seite, er kann ja überall hingehen. Das hat sie ja in der Hand. Auch der Punkt geht an den SSC und man hat sich abgesetzt auf 12-5. Und so sehen wir ein ähnliches Bild wie im ersten Satz. Nachdem der BKSV erst gut mithalten konnte, setzt sich jetzt der SSC langsam und allmählich durch. Der Ball war aber gut, 12-6. Schaut man als Spieler eigentlich von Saison zu Saison oder hat man so ein Ziel vor Augen, sagen, ja, meine Nationalmannschaft wäre ja was Tolles, das würde ich mal erreichen wollen? Also grundsätzlich, glaube ich, kann man das in Etappen einteilen. Zum Beispiel ist es bei mir ja so gewesen, dass ich für mich feststand, ich mache das auf jeden Fall so lange, wie ich Schule habe. Und dann setzt man sich natürlich höhere Ziele als ein Saisonziel. Zum Beispiel dann Nationalmannschaft im Sommer, Weltmeisterschaft spielen, das ist dann schon so ein Ziel. Aber nach Schulzeit müssen die Ziele wieder neu definiert werden. Erstmal sich im Klaren darüber werden, was man überhaupt machen möchte und danach geht man dann. Also Volleyball alleine ist es dann doch nicht? Nee, auf gar keinen Fall, denn wenn man sich mal verletzt, dann kann das auch ganz schnell vorbei sein. Und wenn man dann nichts hat, dann kann das durchaus mal zum Problem werden. Ja, das wäre dann ungünstig. Jetzt haben wir hier mal eine Finte gesehen. Auch wenn die für den BKSV gut aussah. Kurz die Finte, lang gespielt, das Zuspiel. Und dann stand aber der Block. Ist das eigentlich vorher klar, wohin sie ihn spielt? Oder entscheidet sie das quasi spontan bei so einer Finte? Sie entscheidet das spontan. Also sie hat sicherlich einen Plan im Kopf und entscheidet es vielleicht auch schon vorher, aber eigentlich entscheidet sie es für sich und kann das auch spontan entscheiden. Sie kann es auch ändern. Wenn der Ball nicht ganz so gut ans Netz kommt, wie vielleicht gedacht, muss sie sich auch umentscheiden und da ist sie eigentlich nicht darauf angewiesen, was andere ihr vorgeben. Weil so kann sie ja reagieren, wenn der Block sich eben nicht für eine kurze Variante stellt, dann spielt sie ihn kurz. Ansonsten spielt sie ihn lang raus. Ja, 12-9, der BKSV ist wieder etwas rangerückt an den Schweriner SC. Und der Ball immer aus. 12-10. Wird also wieder spannender.
Und auch das wieder einfach rübergedrückt. Einfacher Punkt in dem Sinne für Schwerin. Netzangabe. Das war jetzt ein. Ist es ein schönes Bild eigentlich gewesen, wie sehr sie sich über diese Fehlangabe ärgert. Und ein breites Lächeln auf dem Gesicht ihrer Trainerin, Silvia Roll. Die sich auch über die Szene herzlich amüsieren kann. Also sie hat Spaß am Volleyballspiel. Ja, sie hat natürlich Spaß und sie lacht, glaube ich, vor allem darüber, dass sie das wahrscheinlich selbst mal erlebt hat und so, ach wie schön, also so nach dem Motto, dass sie das auch erleben dürfen und daraus lernen hoffentlich. Ja, und jetzt ist das Spiel wieder richtig spannend geworden. Nach 12-5 Führungen für den SSC steht es jetzt 13-12 und jetzt der Ausgleich zum 13-13. Und so kann man einen Gegner auch stark machen. Ja, man spielt den Gegner sehr stark. Zum Beispiel mit dem Aufschlagfehler, über den sie sich so sehr geärgert hat. Es war eine ganz ungünstige Situation, weil die gerade dabei sind, sich in den Rhythmus zu spielen. Und wenn man ihnen dann noch Punkte schenkt, dann ist es sehr, sehr schwer, ins eigene Spiel wieder reinzukommen. Und jetzt sogar die Führung für den WKSV. Es gibt so einen Wechsel auf Schweriner Seite. Und das tut dem Schweriner SC ja ziemlich gut. Die Fehlangabe des WKSV zum Ausgleich 14-14. Guter Punkt durch den WKSV. 15-14. Hat man als Volleyballspieler eigentlich so eine Art Lieblingsverein, bei dem man gern spielen möchte? Oder sagt man sich, ja, erste Liga, super, ist mir egal wo? Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, wo man aufwächst. Ich bin jetzt hier groß geworden und wenn man denn die erste Liga vor Augen hat, dann denke ich, möchte man vor allem in dem Verein spielen. Das war bei mir jetzt gerade so ein guter Verein. Ich kann nicht sagen, wie es ist, wenn man zum Beispiel in Köpenick aufwächst, ob man dann höhere Ziele hat, wie zum Beispiel Saskia Hüppe, die dann einfach nach Dresden wechselt, um in einem Spitzenverein spielen zu können. Aber grundsätzlich, denke ich, ist man noch ein bisschen heimatverbunden. Ja, wir haben gestern bei eurem Spiel noch mit uns mit zwei Aachenerinnen unterhalten, mit Kiara Michaels und mit der Billet, und die beide meinten, erste deutsche Liga, das Ding hat Niveau, hier möchten wir spielen, es ist eigentlich ganz egal wo. Und guter Block vom SSC, der stand jetzt auch deutlich besser. Der stand sehr gut, vor allem ist sie auch mit ihrer Größe den anderen überlegen oder zumindest gleich stark. Und die kleine Außenblockerin, die vorher drin war, die war ja doch recht klein und das ist auch schwerer. Jetzt die Auszeit genommen vom WKSV beim Stand von 17-15 für den SSC. Sie machen es doch spannend. Spannender als am Anfang, als es den Anschein hatte zur Mitte dieses Satzes. Ja, du persönlich, spielst du eigentlich lieber einen normalen Satz oder spielst du lieber einen Tiebreak mit mehr Nervenkitzel? Ganz klar lieber einen normalen Satz. Also Tiebreak ist echt das höchste aller Gefühle und wenn es dann noch gerade knapp zum Ende ist, dann weiß man, man hat nicht noch einen Satz, sondern jetzt kommt es wirklich drauf an und das Ganze soll sich ja auch lohnen, wenn man schon im Fünfsatzspiel ist.
und dann doch lieber das klare Spiel. Ja, wie war denn das Gefühl dann gegen Baku? Man war im Tiebreak, es war knapp. Wenn man verliert, ist man raus. Wenn man gewinnt, spielt man noch so ein Spiel, noch so ein Satz. Das war natürlich noch ein bisschen mehr von der ganzen Anspannung. Wir wussten, wir müssen diesen fünften Satz gewinnen. Und wir hätten auch schon den zweiten Satz gewinnen können. Und wir wussten, wir hätten die schlagen können. Und das war eigentlich das Ärgerliche an der Sache, dass wir auf dem gleichen Niveau waren und die Chance hatten. Und die waren dann einfach einen Tick besser, was man aber auch nicht so schlimm nehmen kann, weil sie waren auch einfach auf höherem Niveau und können auf diesem hohen Niveau öfter spielen, öfter trainieren, was wir in unserer Liga ja gar nicht haben. Die Angabe ins Aus. Bin mal auf Wicker Seite doch etwas nervös. Neunzehn zu 16. Ist eigentlich mal abgesehen davon, dass man das die Angabe hinterm Feld macht, ist egal, auf welche Seite man sich stellt. Ja, das kann man sich aussuchen, das ist ganz egal. Am besten sollte das ein bisschen variieren in der Mannschaft, weil es für den Gegner dann schwerer ist, sich auf einen Rhythmus wirklich einzustellen. Am 19.17 bleibt es spannend. Es ist 20.17 durch die erneute Netzangabe. Aber der gute Block auf Wicker Seite, man bleibt dran, 20 zu 18. Und die Netzangabe erneut. Da zeigt sich auch die Nervosität auf Wicker Seite. Und das ist der Trainer entsprechend angesäuert. Machen aber trotzdem jetzt den Punkt zum 21-19. Es bleibt spannend. Kann man sich eigentlich ein U20-Spiel schon mit dem gleichen Maßstab ansehen wie ein Frauenspiel, wo man sagen muss, ja, die Blöcke müssen besser stehen und sieht man quasi das gleiche Spiel? Also ich denke, beim Schweriner SC könnte man sowas ansatzweise tun, denn die haben einen sehr hohen Trainingsumfang, sie sind gewohnt, sie wollen dahin, ihre Zielstellung ist es auch in der ersten Liga zu spielen, aber zum Beispiel beim Wicker SV, die machen das freizeitmäßig, die wollen einfach nur Spaß haben, trainieren wahrscheinlich nicht öfter als zweimal die Woche oder dreimal und da ist es total okay, wenn man mal ein bisschen falsch steht und Spaß dann hat und sich am Spiel erfreuen kann und sich da reinkämpfen kann, das reicht völlig aus. Ja, und das tun sie hier gut im Finale der Norddeutschen Meisterschaften, das muss man ja auch mal dazu sagen. Hier kommen die besten Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen. Und das ist für den Verein sicherlich ein Riesenerfolg hier heute in Schwerin. Und der Block für Schwerin stellt den Matchball her. Oder so wie wir es auch bei den Männern schon gesagt haben, wie man im Englischen so schön sagt, jetzt kommt es zum Championship Point, also dem Meisterschaftspunkt. Und die Damen machen es den Herren gleich erstmal den Ball etwas übermotiviert zu weit. Ja, es ist schwer, den Ball halt übers Netz und ins Feld hineinzukriegen und ihn dann nicht zu überschlagen.
eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich alles eine technische Frage und man kann das alles lernen. Ja, gelernt haben die Mädchen viel vom SSC, denn sie gewinnen dieses Spiel mit 2:0 im Finale und damit norddeutscher Meister bei den U20 männlich und U20 weiblich der SSC. Das ist ein gelungener Abschluss des Tages, würde ich sagen. Bedanken wir Ihnen, Volker, für den netten Kommentar hier bei diesem Spiel. Und wir sehen uns sicherlich wieder beim nächsten Spiel des SSC. Ja. Und liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. Yeah.